Ich würde sagen, das hat sich eigentlich durch beide Studiengänge durchgezogen, durch meinen Bachelor und durch meinen Master. Und zwar, ganz oft hatte ich so das Gefühl, es ist so viel Theorie und wie wird das überhaupt im Berufsleben, wie kann ich das anwenden? Und ich habe dann gemerkt in den Praktika und auch in der Zeit zwischendurch, als ich gearbeitet habe, dass das so wichtig ist, dass es Menschen gibt, die sich wissenschaftlich mit den Themen auseinandersetzen, um auch einfach eine ganz andere Herangehensweise zu haben. Also die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die Kinder haben ganz oft komplexe Problematiken und dann hilft es, wenn man Handlungsstrategien hat, die man aufgrund von Forschung und Wissenschaft einfach erarbeitet hat und über die man Bescheid weiß. Und jetzt hier auch im Master hatten wir einen ganz spannenden Vortrag zum Thema Menschenrechte und Kinderrechte. Und da ist mir auch einfach nochmal bewusst geworden, dass Kinderrechte, als es unsere Aufgabe als Pädagoginnen ist, diese Rechte durchzusetzen und für die Kinder da einzustehen, wo sie es selber nicht können. Und dass es einfach ein unglaubliches Privileg ist, diesen Job zu machen. Und dadurch auch im Master einfach auch nochmal spezialisiert ausgebildet zu werden, das für 0- bis 6-jährige Kinder zu machen. Den ersten Aha-Moment hatte ich bereits in meinem Bachelorstudiengang. Ich habe Erziehungswissenschaften studiert und im Rahmen des Studiums im Verlauf habe ich dann gemerkt, dass meine Leidenschaft einfach bei der frühen Kindheit liegt, dass das mein Thema ist. Dann habe ich mich hier in Leipzig beworben für den Studiengang und es hat auch alles geklappt. Und der zweite Aha-Moment, der kam mir hier einfach in diesem Studiengang, dass ich gemerkt habe, dass ich gerne unterrichten würde an einer Fachschule und darauf bereitet der Studiengang hier mich optimal vor. Und ich kann jetzt einfach verschiedene Themen, verschiedene Erfahrungen, die mich interessieren, miteinander verbinden. Und das ist sehr schön.